Moin Leute, Trimax hier. Der Solo Showdown Mode ist noch da, neigt sich wieder dem Ende zu. Absolut verschwitzter Modus. Ihr könnt hier, wenn ihr krass spielt, V-Bucks gewinnen. Der erste kriegt 50.000. Das ist schon mal ganz nice, kann man mitnehmen. Viel interessanter wird es dabei, dass man dann auf der E-Sports-Liste, auf der Pro-Liste für Epic Games steht und auch für meine Turniere. Das heißt, ihr könnt da dann auch easy mitmachen, wenn ihr da eine gute Platzierung hinlegt. Erster Platz 100 Punkte, ein Kill 6 Punkte. Führt dazu, dass die meisten relativ defensiv spielen. Ist nicht so ganz schön anzusehen, aber wir werden jetzt hier jemanden zuschauen, der letztes Mal, glaube ich, auch Platz 11 wurde. Platz 11, nicht irgendwie nur Deutschland oder so weiter, sondern Platz 11 Europa. Es ist Camo und er ist gerade wieder richtig am Rasieren. Er hat 19 Games gemacht, davon 14 Games gewonnen und mega viele Kills gemacht. Die ganze Zeit 10 Kills. Total krank. Da werden wir jetzt zugucken. Okay, wir springen ins Game. Runde Nummer 20. Er hat 14 von 19 gewonnen und hat 3000 Punkte. Die Punkte müsst ihr euch selber zusammenrechnen, wenn ihr diesen Modus spielt. Die stehen nirgendwo. Ihr seid da ehrlich zu euch selbst. Ihr müsst ja jetzt nicht irgendwie euch da was ausdenken, euch selber was vorlügen. Oh, Tilted. Was? Wieso landet ihr so viele Tilted? Ich habe so eine Kacklandung. Ich werde sowas von sterben. Oh mein Gott. Wir schauen zu. Das kann gleich schon mal. Was? Warum denn so viele? Ja, lass mir einfach Blue, Leute. Hier landen sonst immer im Solo-Showdown. Sehr gut, sehr gut. Fuck, hier ist schon einer drin. Viel, viel weniger. Ja, natürlich. Die blaue Shotgun. Ein grünes Sturmgewehr und noch ein Medipack. Okay. Er hat sich ein bisschen gefangen. Er hat sich ein bisschen gefangen. Oh, ein bisschen lauter, aber es darf auch nicht zu laut werden. Der hat so einen sehr schön. Shot hier, oder? Viele von euch wollen sich bewerben für meine Pro-Turniere, ja? Wo wir dann auch regelmäßig Preisgelder machen, Duo, Solo und so weiter, sei es PlayStation oder PC. Spielt hier einfach krass und haut ab mit euren Ausreden. Hier könnt ihr einfach wirklich beweisen. Guckt, das ist einfach solide, das ist sicher. Ja? Wenn ihr in dem Pro-Turnier mitmachen wollt, dann müsst ihr mit Camo mithalten. Ich sehe hier, ich will jetzt nicht sagen Tausende, sagen wir Hunderte Zuschauer immer im Chat, die sagen, oh, Camo ist jetzt nicht besonders, ich bin genauso gut. Das sagen so viele Leute und ich habe die Schnauze voll. Und genau diese Leute machen dann auch den Solo-Showdown-Mode und machen dann nur die Hälfte seiner Punkte und sagen, ja, ich hatte Pech. Ich hatte Pech bei der Landung. Ich hatte schlechten Loot. 25 Games muss man machen. Das relativiert sich nach der Zeit. Natürlich kann man Pech haben, aber bei 25 Runden, wenn man da nichts geschissen bekommt, dann ist man vielleicht einfach nicht so gut wie Camo. Nächster Fight am Start. Das Krasse ist auch, Sieg gibt am meisten. Digga, Mann, diese scheiß MPs, Alter. Fuck, oh mein Gott, 24 HP, 24 HP. Meine Fresse, ich werde einfach nur zugesprayt die ganze Zeit. Oh Gott, wie soll der... Ja, Digga, ja, Bruder. Kein Fan von den MPs. Er haut ab. Das ist jetzt halt stark. Er wird angegriffen mit 24 HP und entkommt, wie es aussieht. Kommt der echt weg? Falle platziert, wunderbar. Third-Person-Perspektive. Und das ist halt das Krasse. Da wäre jeder gestorben. Und er überlebt. Er läuft gut weg, er baut sich weg, kriegt keinen Schaden mit 24 HP, hat sein Medipack, hat zwei Schilde und ist zurück im Rennen, hat Early jetzt schon 4 Kills und das im Solo-Showdown-Modus. Hier sind wirklich starke Gegner unterwegs. Viel verschwitzter als andere. Als im normalen Solo-Modus. Hier sind die Leute drin, die sich beweisen wollen. Camo ist halt krass, er macht im Schnitt 11 Kills. Ja, 11, 12 Kills, das ist krass. Ja, Digga, spray mich, Bruder, spray mich. Und noch der bekommt er. Sorry, Digga, das sind die besten Leute, die hier gerade unterwegs sind. Pff, Leute. Der kriegt hier richtig was ab. Ihr habt das Game gesehen, wie er 70.000 Dollar gewonnen hat. Wo er die 20 Kills Runde gedroppt hat. Da waren mehr No-Hands unterwegs, da waren mehr Free-Kills unterwegs. Jeder Gegner, den jetzt hier faced, der macht es richtig schade. Und wenn er hier einmal kein Schild hat, dann war es das schon. Gebaut da oben. Es sind halt überall diese Türme. Nächster Fight geht los. Warte, ich hab so Nasenbluten. Sehr schön, High Ground hat er. What? Auf wen wollte er denn schießen? Okay, wunderbar, das hat funktioniert. Das wäre interessant. Das wäre sehr interessant. Ja, erstmal den Freak holen, würde ich sagen. Dann auf den anderen gehen. Oh, den kriegt er. Sehr schön. Das sind doch schon wieder 8 Kills, mein Gott.
C4 geht hoch. Das Ganze fällt zusammen. All diese Baufights, Leute, ne? Das Ganze mit dem Controller. Das ist. Oder nicht wieder komplett weg, straight baue ich mal lieber erst, Alter. Sehr stark. 9 Kills. 9 Kills schon aus Tilted. Gibt's so einen Ninja auf der PlayStation? Irgendwie so in Amerika? Oder weiß es nicht. Den frage ich jetzt richtig ab. 3 Deutschen, Camo, Isa und Amar sind da. LOL, hat er den nicht gesehen? Digga. Hat er den nicht gesehen? Ich hab nicht mal Minis, Digga, geil. Oh, hinter dir ist noch einer. Hat er ihn gehört? Ich dachte mal, er fängt an zu bauen. Ja, okay. Lauter. Nee, wir dürfen das nicht zu laut machen. Wenn er redet und ich rede, dann hört ihr dann irgendwie gar nichts. Deswegen gucken wir uns das so an. C4 trifft und dann... Oh, der ist noch nicht down. Sehr schön, den hat er. Wunderbar. Placements, genau, Platz 1 100 Punkte, Platz 2 94, Platz 3 91, Platz 4 88, 85, 80, 75, 70, 65. In Ordnung. Jeder einzelne Platz, den ihr aufsteigt, gibt so viel wie ein Kill. Das müsst ihr euch mal überlegen. Was ist schwerer, einen Kill zu machen? Oder in einem Busch zu sitzen, warten, bis sich alle gegenseitig killen und dann langsam vorzurücken. Das ist ja jedes, das ist ein bisschen krass. Das gefällt mir nicht. Muss ich sagen. Insgesamt die Idee von Epic Games, so einen Ranked Mode zu machen und dann die Leute zu belohnen und im Summer Skirmish einzuladen und diese ganzen Stuff und so ein Ranking ist geil, aber es kann doch nicht sein, dass du, wenn du in den Top 10 bist, jedes Mal, wenn einer stirbt, ohne dass du ihn killst, kriegst du so viele Punkte wie ein Kill. Das, sogar 20. Es ist ein Battle Royale. Hier ist das Ranking wichtig. Ja, 100 Leute werden auf eine Map geschmissen. Der Letzte, der überlebt hat, gewonnen. Diese Idee ist gut. Das Gameplay leidet aber darunter ziemlich. Es ist nicht so ansehnlich, wie als wenn man Punkte, wenn man Kills ein bisschen mehr bewerten würde. Der Gag, der checkt gar nichts. Aber ein guter 7er Hit. Na, der geht. Der fällt um. Was ist das gerade für eine Noob-Lobby? Camo haut die 20er-Bomb raus. Hat es schon mal jemand geschafft, eine 20er-Bomb? Eine 20er-Bomb in einem Solo-Showdown? Hat das schon mal jemand geschafft? Hat er das schon hingekommen? Also ich habe davon noch nichts gehört. Ich habe es jetzt nicht so krass verfolgt, aber eine 20-Kill-Round in Solo-Showdown? Das wäre ein bisschen heftig. Okay, den kriegt er. Er hatte vorhin 19. Okay, krass. Hallo, wie ist denn da hier oben? Dieses Editieren, da kommt halt kein Gegner drauf klar, ne? Er baut hier jetzt selber. Das ist ein guter Gegner, der hat auch editiert. Erstmal zubauen, Minis reinhauen. Alter, habt ihr das gesehen? Er geht noch höher. Scheint jetzt hier auf den ersten in dieser Lobby zu treffen, der richtig gut ist. Oh, schöner Hit. Oh mein Gott. Den kriegt er und er hat einen Saufkrug, der Gegner. 16 Kills. Leute, wir gucken hier einmal zu und es geht komplett ab. Ja, ich dachte gerade. Alter, sein eigenes Auto hat ihn gebaitet. Leben noch 5 Leute. Er muss jetzt alle töten. Er muss jetzt alle töten, die noch am Start sind und für die 20er-Bombe. Aber muss er ja auch nicht haben. Gibt ja keine Extra-Punkte. Wäre natürlich geil fürs Prestige. Aber gibt keine Extra-Punkte. Er kann es noch schaffen. Das war ja mal richtig komisch. Es leben noch 3 Gegner. Wenn er alle 3 tötet, ist das die 20er-Bombe. Das muss man bedenken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Gegner über ihm mit Raketen. Wer war oben hier? Was war immer? Der hat fast einen direkten Treffer kassiert. Da wäre ich an seiner Stelle komplett ausgerastet. Oh, ist er über ihn? Ist er rausgekommen oder nicht? Wo ist der hin? Ja, ich hol mir erstmal den hier. Scheiß drauf. Da ist er ja. Hit geht rein. Noch ein Hit. Ja, das ist halt genau das. Das ist genau das. Leute, Double Pump ist weg. Harmi hat gesagt, das Beste im Nahkampf. Wir haben gefragt, was ist besser? Pump und SMG, Double SMG, welche Pump-Kombination und so weiter. Harmi hat direkt am allerersten Tag gesagt gehabt, man nimmt die gute Shotgun, die Heavy,
Ja, sei es Epic oder Legendary. Man schießt, baut, schießt, baut, schießt, baut. Camo gerade. Paradebeispiel, wie momentan der stärkste Nahkampf funktioniert. Habt ihr es gesehen? Oder was das Traurige sein könnte? War das ein Gegner? War das ein Gegner? Soll ich den einbauen oder? Komm, Digga, eigentlich muss ich den schon trollen. Daneben? Nein, Fushi. Da will er lieber nichts anrennen lassen. Also, er wollte ihn schonen, er wollte ihn einbauen und mit der Falle killen, aber mein Gott, wenn er jetzt stirbt, das wäre viel zu ärgerlich. Viel zu ärgerlich. 19 Kills, das letzte 1 gegen 1. Wenn er es jetzt schafft, dann hat er eine 220-Punkte-Runde im Solo-Showdown. Oh, da geht direkt schon was rein, sehr stark. Wenn wir er stirbt mit, von Fallschaden und ich krieg den Kill nicht. Oh, das wäre auch übel. Jo, mal eine goldene Scar noch ein bisschen upgraden. Ah, der hat einen Raketenwerfer von Highground. Disrespected da ein bisschen. Wenn er da abgesniped wird, dann wird's hässlich. Dann könnte es hässlich werden. Schön, wie er da oben im Granatenwerfer arbeitet. Alter! Das war fast schon wieder ein direkter Treffer. Der Camo geht heute volles Risiko, ne? Guck dir mal die Granatenwerfer-Flugkurven da an. Wenn er einfach nur schießen würde, würden die Kugeln abprallen. Er schießt absichtlich. Vorsicht. Seht ihr das? Seht ihr das? Ach, scheiße, Digga. Oh, nicht in die Zone, nicht in die Zone. Kriegt er den? Kriegt er den Highground? Den Highground hat er. Gut editiert. Wo ist der Gegner hin? Unter ihn. Alter. Respekt. Wir haben meinen vollsten Respekt dafür. 20 Kill-Runde im Solo-Showdown und er hat schon 3032 Punkte.